Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Heute wollen wir uns Funktionen anschauen. Funktionen sind diese Hauptblöcke in einem Programm, die wir zwei davon kennen wir bereits. Das ist die Funktion Loop und die Funktion Setup. Und die wollen wir uns heute etwas genauer anschauen, wie sie aufgebaut sind. Und vor allem wollen wir lernen, wie wir unsere eigenen Funktionen definieren und implementieren können. Dafür nutzen wir erstmal die Chance, um uns anzugucken, was es jetzt genau mit dieser Setup und Loop eigentlich an sich. Wir haben hier zwei Funktionen und ich habe in einer der ersten Videos bereits erzählt, dass diese Setup und Loop werden vom Arduino, von dem Programm selbst, tatsächlich erwartet. Wenn sie nicht drin sind, dann kann er überhaupt nicht funktionieren. Er weiß nicht, wo er überhaupt anfangen soll. Das kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, als ob diese Setup-Funktion eine Art Eingangstür ist für das Programm und die Loop-Funktion ist eine Art Wohnzimmer. Das heißt, man muss irgendwie erstmal, wenn man zu Gast bei jemandem ist, und das wäre der Arduino bei uns in unserem Programm zu Gast, das heißt, er muss erstmal irgendwie ins Haus überhaupt rein, das wäre diese Setup-Funktion, die passiert er einmal und danach bleibt er im Wohnzimmer für längere Zeit und wiederholt sich immer wieder und immer wieder. Die Analogie ist jetzt vielleicht hilfreich, vielleicht nicht so ganz, aber wir gucken uns erstmal an, was würde denn passieren? Ist es tatsächlich so dramatisch und es würde überhaupt nicht funktionieren? Was würde passieren, wenn ich diese Loop-Funktion, sagen wir mal, in Loop Me einfach umbenennen würde? Ist jetzt kein großes Drama, ich habe sie einfach umbenannt, so gefällt es mir einfach besser. Ich speichere und validiere. Und das Programm meckert jetzt schon, ich brauche es gar nicht hochzuladen auf dem Arduino. Er sagt vor allem irgendetwas ganz Merkwürdiges. Er sagt Undefined Reference to Loop. Also, wenn Sie irgendwann mal solche Fehler bekommen, die als erstes ein bisschen kryptisch aussehen, denn als erstes steht ja irgendein ganz langer Pfad zu irgendetwas, was man noch nie gesehen hat, und dann sagt er in Function Main, das kennen wir gar nicht, das wissen wir gar nicht, wo das ist, das ist allerdings intern von dem Arduino drin. In der zweiten Zeile steht tatsächlich etwas Hilfreicheres dabei, und zwar am Ende der Zeile steht Undefined Reference to Loop. Das bedeutet nichts weiteres, außer Arduino erwartet diese Funktion, die möchte er haben und die möchte, dass er genauso heißt, wie er das erwartet, nämlich Loop. Wenn Eingangstür ist, dann soll sie wie eine Eingangstür auch aussehen oder benannt sein. Wenn wir das jetzt wieder reparieren würden, dann verwandelt sich übrigens auch hier die Farbe in grün. Das ist auch ein gutes Zeichen. So können Sie auch überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Wenn ich es jetzt verifiziere, unseren alten Programm von der Vorschleife ist das, dann läuft alles wie geschmiert wieder.